Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen ganz locker, leichten, entspannten Frühlingslook schminken. Und das Geile daran ist eigentlich, dass ich nur zwei Pinsel verwenden werde. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist so warm, es ist richtig, richtig schön und deswegen brauche ich jetzt auch nicht irgendwie Fett Foundation oder sowas. Ich wollte das Ganze sehr entspannt gestalten. Heute ist Ostersonntag und wir kriegen gleich Besuch. Es ist, Moment, ja, 4 Uhr ungefähr und um 5 kommt der Besuch und deswegen kann ich jetzt noch eben schnell mich fertig machen und das wollte ich mit euch zusammentun. Genau, die beiden Pinsel, die ich habe, ist einmal so ein ganz fluffiger Pinsel von Revolution, der F104. Das ist einfach so ein ganz normaler Puderpinsel. Da kommt auch noch ein bisschen Staub raus, weil ich den gestern schon benutzt habe, um mich da zu schminken. Und der andere Pinsel, den ich habe, ist von I Heart Makeup. Auch so einer, ein etwas festgebundener Blendepinsel aus diesem Einhorn-Set. Und nur die beiden werden jetzt verwendet. Ich starte einfach mal mit einer Puder-Foundation. Oder Puder BB Cream von Physicians Formula. Das ist diese Super BB und die habe ich in der Farbe Light to Medium, ist es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil hier steht das jetzt irgendwie, doch, hier hinten steht es drauf, Light to Medium. Genau, finde ich super schön und die ist einfach leicht. Und dafür nehme ich jetzt einfach meinen fluffigen Pinsel und trage sie mir auf. Ich will gar nicht so eine hohe Deckkraft haben. Ich möchte einfach nur so ein bisschen, eine ganz, ganz leichte Deckkraft erreichen. Man könnte jetzt natürlich auch eine flüssige BB-Cream nehmen, eine Cream-BB-Cream, aber eine Cream-BB-Cream läuft bei mir, ne? Aber ich finde das eigentlich ganz schön für so einen warmen Tag, weil ich weiß gar nicht, wie warm das ist heute. Also ich sitze hier wirklich vor euch in einem normalen Top und habe jetzt auch einen Rock einfach nur unten drunter an. Das sieht man ja so selten in den YouTube-Videos, ne? Und ich möchte einfach ganz entspannt mich jetzt nur für ein bisschen einen schönen Abend mit der Familie schminken. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie mich dick schminken oder so. Das ist eine ganz leichte Geschichte. Und wir sitzen vor allem auch draußen gleich bei uns auf der Terrasse. Die habe ich eben fertig gemacht. Und werden dann schön grillen. Ich weiß nicht, was gibt es denn bei euch Ostern so zu essen? Gibt es den klassischen Hasen oder gibt es Hähnchen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wir sind da relativ, nicht irgendwie fixiert. Wir gucken einfach mal, worauf man Bock hat immer, jedes Jahr. Und das wird dann immer gegessen. Ja, und da wir jetzt halt einfach optimales Sommerwetter haben, es ist ja so dermaßen warm, bietet es sich ja einfach an, dass man grillt, oder? Ich finde dieses Baby-Powder von Physicians Formula wirklich toll. Das ist für den Alltag auch einfach ganz simpel, ne? Weil es ist nicht fleckig, es ist einfach, du machst es dir drauf und hast direkt so einen kleinen Weichzeichner auf dem Gesicht, siehst aber überhaupt nicht so aus, als hättest du dir eine Foundation oder eine BB-Cream drauf gemacht. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass man geschminkt ist, aber nicht geschminkt aussieht. Ich mache dann auch so ein bisschen meinen Hals, weil ich da aktuell so ein paar Rötungen habe. Ich habe so eine leichte Sonnenallergie und ein bisschen Neurodermitis. Da habe ich hier dann immer so Punkte. Und deswegen gehe ich mit meiner Foundation auch generell immer gerne ein bisschen weiter runter, weil ich immer irgendwie halt so einen Problemhals habe. Aber das weiß ich ja, das kenne ich seit bald 30 Jahren. Das hatte ich in der Jugend schon. Und das ist jetzt nichts Wildes. So, als Setting, wie auch immer, gebe ich mir das auch so ein bisschen über die Lider, über die Augenlider. So, dann haben wir quasi, ein bisschen das Kickback daraus pusten, die Foundation in Anführungsstrichen, die BB-Cream jetzt schon mal aufgetragen. So, jetzt mache ich mir die Augenbrauen. Da habe ich jetzt hier einfach von Action den Max & More Eyebrow Pencil. Der ist sehr, sehr ähnlich zu dem Augenbrauenstift von Catrice. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Dann nehme ich mir diesen mega coolen Spiegel von der lieben Jana und ziehe mir die Augenbrauen nach.
da es wirklich nur ein ganz leichter sommerlicher Look werden soll, mache ich das auch nur so dezent. Also ich mache das jetzt nicht irgendwie, dass ich mir die dick nachziehe oder so oder dass ich das arg dunkel mache oder so. Ich versuche es wirklich ein bisschen natürlich zu verstärken. Ja, so würde ich es auch schon lassen. Das ist jetzt, ne, wirklich nur so ein bisschen und nichts Aufregendes. Aber, naja, halt so ein bisschen die Augenbrauen nachgezogen, dass sie einfach da sind. So, als nächstes nehme ich mir die Essence Hey Cheeks Palette. Das ist diese hier, die hat Blush, Bronzer und Highlighter drin. Und ich liebe sie. Ich liebe sie richtig. Sie hat hier einen Spiegel drin und halt einen Highlighter, drei Blushes und zwei Bronzer, wobei der hier ein bisschen shimmery ist. Und als erstes mache ich mir Blush, Bronzer und Highlighter in mein Gesicht. Sprich, wir beginnen mit dem Bronzer. Dann nehme ich mir den hier unten. Gehe hier mit diesem, ich gehe immer jetzt mit diesem dicken Pinsel da rein. Und mache mir ein bisschen mein Gesicht warm. Ich gehe auch immer so hinter mein Ohr mit dem Bronzer und auch über mein Ohr, weil ich einfach Zopfträger bin. Und als Zopfträger sollte man die Ohren nicht vergessen und auch nicht hinter den Ohren. Sonst hast du hier so einen Rand oder hier halt, ne? Und hier ist dann weiß. Das sieht blöd aus. So, der Bronzer sitzt. Es ist wirklich dezent, ne? Also ich mache das jetzt nicht so Kaboom-mäßig, sondern halt einfach einen dezenten Look. Ich sage das jetzt schon zum 100. Mal, aber gut. Dann gehe ich hier oben in diesen Blushton rein. Wieder mit dem gleichen Pinsel, nicht sauber gemacht. Ihr seht das ja. Ich glaube, ich habe es auch nicht unbedingt jetzt geschnitten. Ich versuche das wirklich jetzt auch mal als One-Shot-Video zu machen, dass ich nichts rausschneide, sondern die Sequenzen dann schnell durchlaufen lasse. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Ja, und dann gebe ich mir den einfach soft auf die Wangen. Das muss nicht doll sein, ne? Ich will jetzt keinen Overblush haben. Aber es sollte schon da sein. Also es ist wirklich ein ganz dezenter Blush, aber das finde ich nicht schlimm, ne? Das ist ja halt gerade das, weswegen ich den Look überhaupt auch so schminken kann. Wenn ich jetzt irgendwie krasse Töne hätte, könnte ich jetzt nicht nur einen Pinsel nehmen, weil dann zu viel Produkt einfach noch dran wäre, sodass ich mir das zu sehr im Gesicht verteile. Und so ist es einfach sehr harmonisch und das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. So, ich gebe mir noch so ein bisschen von diesem etwas helleren Ton von dem Blush drüber. Nur ganz bisschen. Ganz bisschen gehe ich hier rein. Habe auch wirklich nur minimal was auf dem Pinsel und tupfe mir das hier wirklich auf meine Bäckchen. Mehr nicht. Also man sieht jetzt in der Kamera wahrscheinlich nicht mal wirklich einen Unterschied, aber ich sehe es hier halt im Spiegel. Ich blende das hier noch ein bisschen aus. Beziehungsweise mache mir noch ein bisschen Bronzer dran. Es ist halt so ein bisschen so eine kleine Mischkunst, dass man halt nachher so wirklich total natürlich aussieht, aber trotzdem geschminkt ist und sich wohlfühlt mit dem, wie man halt so da ist. So, als nächstes nehme ich mir hier diesen Pinsel und setze mir ganz einfach oben in die Lidfalte meinen Bronzerton rein. Das abklopfen und in die Lidfalte. Das ist wirklich sehr, sehr soft, aber ne, das ist das, wie ich das heute Abend oder heute vor allem tragen möchte. Dann nehme ich nochmal den etwas glitzernden Bronzerton und ein bisschen kräftiger rein, weil er halt glitzert und gebe mir das so auf mein bewegliches Lid. Boah, da kommt jetzt nicht so viel, aber das muss ja auch nicht. Wollte ich nachher eh nochmal mit dem Highlighter drüber. Das ist einfach nur, damit das Lid jetzt nicht zu hell ist. Und dann nochmal etwas kräftiger in den Bronzerton und in die Lidfalte. Wenn einem das zu doll hier oben ist oder wenn man das mehr verblendet haben will, einfach kurz mit dem Finger entlang gehen. Es ist ja eh schon überall recht harmonisch. Deswegen geht das rucki zuck. So sieht das dann erstmal aus. So, als nächstes ziehe ich mir ein... Nee, noch nicht. Moment, warte. Erstmal mache ich mir meinen Pinsel kurz hier mit dem Kosmetiktuch ein bisschen sauber. Muss mir ein bisschen reinwuseln, dass man halt das Grobe von dem Bronzer abhat, weil ich ja ein bisschen doller jetzt drin war. So,
Genau, ich habe gesagt, ich möchte mir meinen Highlighter ja auch auf das bewegliche Lid geben. Das mache ich einfach mit dem Finger, dann ist es ein bisschen stärker pigmentiert. Ihr seht, das ist auch einfach ein super Ton, den man für sowas verwenden kann. Und den gebe ich mir auf mein bewegliches Lid. So, gegebenenfalls Fallout mit dem Pinsel wegwischen. Jo. So, Finger sauber gemacht. Und ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Und jetzt gebe ich mir einen Eyeliner drauf. Da nehme ich mir meinen, den ich jetzt aktuell verwende, von Physicians Formula. Das ist dieser Eye Booster, heißt der, glaube ich. Der hat noch so ein Dings drin. Wie heißt das? Wimpernserum, genau. So, Eyeliner ziehen. Ja, das hat jetzt heute nicht ganz so perfekt funktioniert, aber ich habe jetzt ein okayes Ergebnis, würde ich mal so sagen. Als nächstes kann ich mir die Wimpern tuschen, da ich ja schon vorher dieses Evo Eye Wimpern Primer Gedöns heute Morgen drauf gemacht habe. Und das, wie gesagt, das ist jetzt kurz nach 4. Es ist ja schon eine ganze Weile getrocknet und ja, dann mache ich mir dann jetzt die Paradise Ecstatic Mascara von L'Oreal drüber. Und ja, tusche jetzt einfach meine Wimpern. Ich finde, dass da ziemlich viel Produkt immer an dem Bürstchen dran hängt, aber die Wimpern verkleben trotzdem nicht. Das finde ich echt sehr spannend. So, die Wimpern sind getuscht und ja, ne, da reichen dann auch zwei Schichten, beziehungsweise nachher gehe ich dann noch einmal drüber, also ich gehe quasi zweimal in die Mascara rein, ja, genau, und dann nochmal drüber und dann ist alles fertig. Ja, was jetzt noch fehlt, ist der Highlighter. Da verwende ich jetzt erstmal den Pinsel, den ich eben für den Lidschatten verwendet habe. Gehe dann hier in meinen Highlighter-Ton rein und trage mir den auf. Gebe mir den auch direkt als Augenbrauen-Highlight. Und als Inner Corner-Highlight. So, die Seite ist jetzt schon mal am Glänzen. Ja, das gleiche auf der anderen Seite. Einfach auch wieder ganz normal hier. Ich finde, dieser Pinsel, der eignet sich auch echt gut dafür, um Highlighter zu setzen. Das ist echt schön. So, dann möchte ich noch ein bisschen was auf meiner Nasenspitze haben. Und auf dem Nasenrücken. Und dann gebe ich mir noch ein ganz bisschen hier auf die ja, obere Seite meiner Augenbraueninnenseite. Ihr seht, was ich meine. Also hier oben einfach so ein bisschen hin, hier. Also im Prinzip betonst du deine T-Zone, ne? Das, was man ja eigentlich nicht will, aber naja, das macht man mit Highlighter. So, dann das Lippenherz. Hier auch diese, wie heißen diese beiden Viecher da, die von der Nase runterkommen. Da mache ich auch immer ein bisschen was drauf und halt hier auf meinen Lippenherz-Obervieh. Ich mache das auch ganz gerne nach unten. Und mein Kinn möchte ich aktuell nicht highlighten, weil ich da einen Pickel habe. Beziehungsweise einen Pickelmal. Ja. So. Dann kommt jetzt ein Lippenstift ja, meiner Wahl. Da habe ich jetzt von Benefit Double the Lip. They are real. Also das ist so ein Doppelvieh. Der hat Lip Liner und Lippenstift in einem. Der sieht so aus. Ne? So eine Tropfenform finde ich ganz cool. Und ja, den trage ich mir jetzt einfach auf die Lippen auf. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt zum Oberteil passt. Ne? Der ist nämlich so rosa.
ne? Beißt sich ein bisschen. Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Das kann ich haben. Ich mag einfach die Farbe so gerne. Ich mag den Lippenstift. Der fühlt sich einfach gut an und der ist haltbar. Und ja, ihr Lieben, das ist jetzt tatsächlich der fertige Zwei-Pinsel-Look. Ich habe nicht gecheatet. Ich habe keinen Schwamm benutzt. Nichts. Also das ist wirklich einfach nur jetzt mit zwei Pinseln gemacht. Ja, okay. Beim Augenbrauenstift hast du einen Spoolie mit dabei, ne? Aber der gehört nun mal dazu. Ja, ich weiß nicht. Ich finde den Look ganz schön tragbar. Was meinst du? Kannst ja mal gerne oben hier da einmal abstimmen, wie du den Look so findest. Ja, ich freue mich. Gleich kommt meine Verwandtschaft. Was haben wir jetzt? 16:30. Ja, so grob, ne? 16:55. Ich wünsche euch allen wunderschöne Ostern. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings. Nein, nicht die Unboxings meiner Abo-Boxen. Das sage ich irgendwie ständig. Ich verlinke dir hier oben mal meine ganzen... Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!